Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 25. Juli 2023. Und unser kleiner Löwe, der hat sich schlafen gelegt am Montag. Der hat nicht viel gemacht, wir hatten drüber gesprochen, unter 1,80 bestünde die Option zurückzurudern, 16,50 anzuspielen, haben wir nicht gesehen. Wir hatten die Option über 1,80 in die 2,30 reinzuspielen, haben wir auch nicht gesehen. Und damit bedient er eigentlich wunderbar das, was wir im Webinar gesagt haben. In beiden Webinaren, in jetzt vom Sonntag und auch dem vor 3 Wochen, ja, dass hier mit seitwärts erstmal noch eine Weile zu rechnen ist. Zumindest so lange, bis da weiter nichts anderes passiert. Und das hat er auch schön gemacht. Wir haben gleich früh heute auch im ersten Update haben wir uns schon geschrieben. Das war nichts. Das war unten keine Schwäche. Das war oben keine Stärke. Das hat man auch gesehen, wie er gestiegen ist. Das war einfach schon, wie der die Hochs immer wieder runtergezuckt hat. Da hat er relativ früh eigentlich signalisiert, dass er gar keinen Bock hat über den Tag. Und das hat er dann mit jeder weiteren Stunde eigentlich immer nur bestätigt, dass da wirklich überhaupt keine Motivation erkennbar ist. Und dann muss aber auch jeder von euch, wir haben das im Webinar gesagt, gut, Webinare kriegt nicht jeder von euch, ne? Das kriegen nur die, die im Premium-Dienst drin sind. Da haben wir das schon mal betont. Vielleicht ist es an der Stelle hier auch nochmal für euch wichtig, die vielleicht nicht bei uns mit drin sind und auch nicht im Webinar mit drin waren. Da muss ein jeder von euch aufpassen, dass er dem Markt dann nicht auf den Leim geht halt. Ne? Das sind ganz, 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 ganz ja, typische Marktbewegungen und auch Bewegungsphasen, wo viele teilweise wirklich richtig viel Kohle verlieren halt. Ne? Die lassen sich dann am Tageshoch Long reinziehen, die lassen sich am Tagestief Short reinziehen, stoppen immer wo irgendwo wieder in der Mitte aus, machen mitunter manchmal gerne 5 bis 10 Trades an so einem Tag, die in die Tonne gehen. Da muss man wirklich ehrlich zu sich selber sein. Und rechtzeitig zu sich selber auch sagen, hey, hier funktioniert gerade irgendwas nicht. Irgendwie greift der Markt gerade nicht. Und das erkennt dann jeder von euch. Ihr erkennt das, ihr merkt das, ob das gerade alles gut ist und funktioniert, ob der Markt gerade super die Analysen bedient. Guckt mal die Bewegung. Wie ist der hier gelaufen? Wie ist der hier hoch, runter? Wie ist der gelaufen? Der hat jedes Rücklaufniveau auf den Punkt genau angenommen, was wir in den Analysen drin hatten, hoch zu. Es ist nicht so, dass wir jetzt schlechter analysieren. Der Markt hat halt einfach keinen Bock mehr. Der bedient das nicht. Da ist keine Volatilität drin. Da fliegt keine Kohle hin und her. Und dann kommt sowas raus, was jetzt bei rauskommt. Ja, deswegen ist aber, machen wir die Analyse nicht anders wie sonst. Ja, es ist einfach die Marktphase, jetzt gibt es nicht her. Ja, die bedient einfach die Pattern nicht schön. Und da muss man selber eben dann auch wirklich die richtige Konsequenz ziehen und dann sagen, hey, heute handle ich halt auch nicht so viel. Also ich habe mir den Tag auch komplett geklemmt. Ich habe euch das schon erzählt für die Analyse zum Montag, dass unsere Elisa die ganze letzte Woche gesperrt war. Die war auch Montag gesperrt und wenn das so weitergeht, ist die Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag auch noch gesperrt. Ja, mag der eine sagen, ja, ich muss auch mal Geld verdienen. Das ist an der Börse, ist es auch wichtig, dass man kein Geld verliert. Es ist nicht nur wichtig, dass man Geld verdient, sondern eben auch, dass man keins verliert. Und dafür muss man sein Depot eben auch schützen in Bewegungsphasen, wo man merkt, das funktioniert gerade nicht. Und seitwärts ist, wie gesagt, eine Bewegungsphase, wo viele, viele, viele wirklich Probleme haben. Das ist ganz klar. Es gibt Leute, die können das super gut, aber es gibt eben auch viele, die haben da richtig Probleme. Und dann hilft es nicht, wenn man einfach immer mehr draufhaut und am Gas bleibt und volle Kanne da mit durchdrehenden Reifen die ganze Zeit versucht, drin rumzutraden. Dann muss man einfach mal kurz zurücktreten. Dann muss man mal sagen, hey, gestern war scheiße. Ich lasse jetzt heute mal. Ich mache mal morgen Pause. Ich trete hier einfach mal zurück. Ich nehme mal halbe Positionsgröße. Machen die meisten aber nicht. Die hauen die ganze Zeit immer rein und dann heißt es so, Charttechnik funktioniert nicht, ist alles scheiße. Statt zu sagen, hey komm, der Markt funktioniert gerade nicht so richtig, ich gehe mal ein bisschen vom Gas. Und wenn er wieder richtig schön reingreift, dann gehe ich wieder ran, dann gehe ich wieder mit den größeren Einsätzen und dann probiere ich was. Ja, ansonsten zur Marktphase, also die hat sich nichts verändert. Ne, wir haben immer noch die Option auf das steigende Dreieck, wir haben die Option auf das Doppeltief, was auf das Doppeltop folgen kann. Und deswegen eiert er hier so rum. Der hat zwei Optionen. Er weiß nicht, was er spielen soll. Er weiß es nicht. Er weiß es offenbar nicht. Die Marktteilnehmer wissen es nicht. Sonst wird es klarer aussehen. Sie sitzen selber da und denken sich, okay, im steigenden Dreieck, ja, Doppeltop könnte tief werden. Und dann kommt so ein Brei raus. Ist übrigens das gleiche Grund, weswegen wir hier unten im Webinar von vor 3 Wochen gesagt haben, ich gehe davon aus, der Markt läuft wieder zurück, mittig und rennt dann zur Seite. Er ist ein bisschen höher als das, was ich im Webinar vermutet hatte. Ich dachte, wir tanzen eher mehr um die 16.000 herum. Er ist ein bisschen höher, tanzt eher mehr um 16.100. Aber es ist genau das, was ich erwartet habe. Warum? Weil genau der gleiche Grund.
wir eine A, B, C hatten. Na, die Webinarteilnehmer erinnern sich, wir haben gesagt, A, B, C heißt, jetzt steigt der Markt in eine neue Trendphase nach oben. Im Gegenzug dazu hatten wir aber am Tageschart eine SKS, die ein Verkaufssignal nach unten gegeben hat. Auch da stehen die Marktteilnehmer, haben wir eins zu eins so gesagt im Webinar, stehen die Marktteilnehmer da und sagen, ja, Zurückhaltung halt, ne? Weil es ist weder ein klares Kaufsignal noch eine klare Freigabe, um nach unten Absicherungsgeschäfte zu betreiben. Und deswegen sollte der Markt hier eben zu einer Seitwärtsbewegung tendieren. Und das macht er sogar im Kleinen hier nochmal. Na, das hier ist auch ein Resultat dessen, dass er hier zwei Optionen hat und einen Schweißwäscher bedienen soll. Ja, und für euch ist einfach nur wichtig, dann eben zu sagen, okay, hier ein bisschen Fuß vorm Gas, ein bisschen im Piano, wenn mir das gerade nicht liegt. Wem das liegt, holt euch eure Punkte. Aber wem das nicht liegt, der muss vom Gas gehen, der muss einfach ein bisschen rausgehen. Es gibt Techniken, mit denen kann man im Seitwärts gut arbeiten. Wer da Bock drauf hat, der kann sich sowas aneignen. Aber man muss dann eben auch re wieder rechtzeitig umschalten und im Trend zu bleiben halt, ne? Weil das wechselt sich immer ab. Es kommt immer eine Bewegungsphase kommt immer nach der anderen halt, ne? Und ja, deswegen, das hat auch gestern jemand gefragt, wie ist denn ein Großbild? Hier ist ja alles gut und schön. Für die nächsten Monate und Wochen. Das kann ich hier jetzt nicht so weggehen, weil wir haben wirklich viele Leute im Premium-Dienst bezahlen dafür, dass sie einfach auch mehr kriegen, wie das, was in der Morgenanalyse ist. Und das wäre auch nicht fair denen gegenüber. Und auch ich möchte das nicht, das rauszugeben, weil das haben wir schon immer getrennt. Wir haben schon immer gesagt, okay, Morgenanalyse ist einfach, um den Leuten Intraday für den nächsten Tag ein bisschen Orientierung zu geben. Es ist, muss ich auch ganz ehrlich so sagen, die Morgenanalyse ist einfach ein Instrument gewesen, um mir Arbeit vom Leib zu halten. Ja, weil ich früher immer die ganzen, ich habe ja meine geschriebenen Analysen schon immer gemacht gehabt und die ganzen Leute immer nachgefragt haben, jeden Früh, jeden Mittag, immer wenn irgendwo eine lange rote Kerze, eine lange grüne Kerze, auch ein bestimmtes Niveau erreicht wurde, da habe ich schon das ganze Postfach voll gehabt mit irgendwelchen Nachrichten, wo die Leute dann gefragt haben, ah, was muss ich jetzt machen, Martin, jetzt ist das Niveau erreicht, wie geht's jetzt weiter und so fort. Und deswegen haben wir dann das Video irgendwann dazu gemacht, um einfach das zu forecasten, um das zusammenzufassen und dann zu sagen, hey, guck einfach ins Video, das ist es behandelt. Dort sind die Möglichkeiten nach oben besprochen, dort sind die Möglichkeiten nach unten. Da hast du meine nächsten Marken auf der Oberseite, auf der Unterseite. Die, die dann mehr wollten, haben dann einen Premium-Dienst noch zur Hand gekriegt und von daher, dort machen wir das Übergeordnete. Wir haben Monatsrouten, wir haben Wochenchartrouten, aber das bleibt auch wirklich dort, das möchte ich ungern, nee, das möchte ich eigentlich auch gar nicht in die Morgenanalyse reinbringen halt, ne? Also, wo wir unsere ETFs gekauft haben und so, wir machen das schon gut halt, ne? Das ist nicht schlecht. Also, wir haben eine Corona-Tief haben wir gekauft, da waren wir irgendwo im Bereich um 9.000 rum, da haben wir einen ETF-Sparplan begonnen, den haben wir hier gekauft, den haben wir dann bespart bis hier, den haben wir ausgesetzt, haben dann hier in dem Tief nochmal nachgekauft, ich glaube, US-Ball war das damals, 11.500 hat man reingegriffen, dann haben wir 12.500 reingegriffen im März, ich weiß gar nicht, was war im März, auch irgendwas gewesen, haben wir gesagt, auch 12.500 können wir nochmal ausbauen, haben dann auch über die Dauer hier immer wieder unsere Member daran erinnert, 12.500, das war unser Niveau, wo wir ETFs gekauft haben, wer da noch was zukaufen will, der kann das machen, Nasdaq-ETFs haben wir auch super getroffen, unten in dem Tief da jetzt, also das funktioniert schon auf großer Ebene auch, wie das auf kleiner Ebene funktioniert. Aber ich kann das nicht mit hier reingeben, wo unsere Ziele und Bewegungen sind. Dass man kann es, wenn man geduldig ist, hier auch aushören. Aber das wäre einfach unfair denen gegenüber. Das ist auch nicht ganz so günstig. Also, und die das bezahlen, wenn das dann überall kostenlos breitgetreten wird, da regen sich manche Mitglieder von uns, regen sich schon auf, wenn das andere in irgendwelchen Foren verteilen. Wir sollen die dann immer ermahnen und so weiter und so fort. Aber ich möchte das auch nicht. Und von daher möchte ich die Frage einfach beantworten mit Nein, gibt's nicht. Dann ist kostenpflichtig und fertig ist, ja. Gut, Freunde, ich würde dann das soweit auch stehen lassen. Wir haben weiterhin die Option auf das steigende Dreieck. Wir haben weiterhin die Option mit dem Doppeltop auf das Doppeltief zu spielen. Solange ihr seht, der Markt läuft hier noch zur Seite, plant das ein bisschen ein. Behaltet das in Erinnerung, dass eine Seitwärtsphase auch durchaus noch ein bisschen ausgeprägter sein kann von der Dauer her. Kann auch von der Volatilität deutlich kleiner noch werden. Und solange wir an den Kanten nicht rumschrubben, muss man sich auch nicht unbedingt verprügeln hier lassen. Ja, macht lieber ein bisschen ruhig und guckt dann, wenn die Signale kommen. Ich glaube, aus dem steigenden Dreieck raus eine Long wäre ganz schick. Ich kann mir auch vorstellen, von der 1650 ein Long hoch wäre ganz schick. Drunter, wenn die bricht, wenn die 1650 eben nicht reagiert, nicht auftritt, nicht ankontert. Short hier drunter würde bestimmt auch Sinn machen. Rein in die 950 und auf die Linie hier 800. Da kommen noch genug Trading-Chancen. Man muss ein bisschen geduldig bleiben halt. Ne? Muss nicht alles morgen und heute passieren. Man hat ja Zeit. Und wichtig ist, dass man nicht verliert halt. Ne? Wenn man nicht verliert, hat man manchmal schon mehr gewonnen,
als wenn man da irgendwie wie blöd drin rumzappelt und dann doch Kohle liegen lässt halt. Ne? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Freunde, ich mache hier aus, wünsche euch Spaß, gutes Klingen, viel Erfolg und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.